Pfiffer, der LBV-Podcast. Für Kleine. Und Große selber machen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Pfiffer-Podcasts des Landesbund für Vogelschutz. In dieser Reihe geht es um Kreatives, Köstliches und Heilendes aus Wiese, Wald und Flur. Draußen in der Natur geht's gerade so richtig rund und wir können mit allen Sinnen den Frühling erleben. Habt ihr schon die bunten Blüten von Löwenzahn und Maiglöckchen entdeckt? Und konntet ihr auch schon diesen super leckeren Duft von Flieder riechen? Hören kann man natürlich auch eine ganze Menge. Probiert's doch bei eurem nächsten Ausflug mal aus. Schließt für eine Minute die Augen und zählt die Geräusche, die ihr wahrnehmen könnt. Auch schmecken kann man die Natur. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Heute geht's eher um das Fühlen. Wir machen nämlich eine Das-juckt-mich-nicht-Salbe aus Spitzwegerich. Sie eignet sich zum Beispiel zum Einreiben bei Insektenstichen. Sie hilft allgemein gegen Juckreiz und auch bei kleinen Wunden. Und sie ist sogar als Erkältungsbalsam bei Husten geeignet. Bevor wir loslegen, habe ich ein paar Infos zum Spitzwegerich für euch gesammelt. Wissenschaftler nennen ihn Plantago lanceolata. Das Rich im Spitzwegerich bedeutet so viel wie König, weshalb man ihn auch als König der Wege bezeichnet. Aufgrund seiner hervorragenden Heilwirkungen wurde er 2014 zur Arzneipflanze des Jahres gewählt. Er hat zum einen kühlende und blutreinigende, aber auch juckreizstillende Wirkung und hilft deshalb gut bei Insektenstichen und Brennnesselquaddeln. Zum anderen ist er aber auch als Lungenheilkraut bekannt. Und nicht nur für Menschen hat der Spitzwegerich viel zu bieten. Auch Insekten sind von der Pflanze überzeugt. Für viele Falter ist der Spitzwegerich eine Raupenfutterpflanze. Wie bereits erwähnt, machen wir heute einen Spitzwegerich-Balsam, den ihr dann verwenden könnt, wenn gerade mal kein frischer Spitzwegerich zur Hand ist. Ansonsten kann man den nämlich einfach abzupfen, zerreiben und den Saft auf die betroffene Hautstelle träufeln und es hilft dann wie eine Art Wiesenpflaster. Für den selber gemachten Balsam dürft ihr jetzt dann mal zusammenstellen. Ein Schneidebrett, ein Messer, einen kleinen Topf für ein Wasserbad, zwei Glasschüsseln mit mindestens 200 ml Fassungsvermögen, ein Baumwolltuch, ein feines Sieb, kleine ausgekochte Schraubgläschen, in die wir den Balsam dann reinfüllen können, einen Holzlöffel und dann brauchen wir 100 ml Pflanzenöl, also Sonnenblumenöl oder Olivenöl und 12 Gramm reines Bienenwachs. Da könnt ihr vielleicht bei eurem Imker mal fragen und dann habt ihr auch die Sicherheit, dass das reines Wachs ist. Und natürlich Spitzwegerich. Ich habe heute eine Außenreporterin für euch im Einsatz, die sich auf Spitzwegerich-Suche begibt. Hi Cosi, schön, dass du dabei bist. Hallo Lena, ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Kennst du eigentlich Spitzwegerich? Ja Lena, den kenne ich. Wir haben in der Schule ein Labbook gestaltet über die Wiese. Daher kenne ich den Spitzwegerich. Ach cool. Dann erklär doch mal, woran du ihn erkennen kannst. Der Spitzwegerich hat längliche grüne Blätter und braun-weiße Blüten. Genau, stimmt. Und außerdem kann man ihn auch sehr gut ertasten. Die Blätter haben nämlich an der Rückseite deutlich fühlbare Blattrippen. Und wer sich trotzdem immer noch unsicher ist, ob er jetzt die richtige Pflanze gefunden hat, der kann auf der Homepage vom LBV auch nochmal nachgucken. Alles klar, dann mache ich mich jetzt auf die Suche. Beim Sammeln von Pflanzen gibt es einige Regeln zu beachten. Erstens, wir sammeln die Wildpflanzen immer nur in Begleitung von Erwachsenen. Denn die sollen dann nochmal kontrollieren, ob man auch wirklich die richtige Pflanze entdeckt hat, damit es nicht aus Versehen eine Giftpflanze ist. Zweitens, solltet ihr die Wildpflanzen nicht direkt an der Straße sammeln, denn da fahren oft Autos vorbei mit Abgasen und die Hunde hinterlassen diverse Hinterlassenschaften, also nicht direkt von der Straße. Und ihr solltet bitte so sammeln wie die Indianer, das heißt, wir nehmen nicht von einer Pflanze alles, sondern es bleibt immer ein Teil zurück und wir nehmen auch wirklich nur so viel, wie wir wirklich brauchen. Hast du jetzt schon Spitzwegerich entdeckt, Cosima? Ja, ich habe ihn gefunden. Wo war er denn? Gefunden habe ich ihn auf der großen Naturwiese in unserer Straße. Sag mal, Lena, wie viele brauchen wir eigentlich für unseren Balsam?
Wir brauchen eine gute Handvoll von den Blättern. Danke, Cosima, fürs Mithelfen. Wir verarbeiten die Blätter jetzt gleich. Du kannst ja auch mitmachen. Den Spitzwegerich schneiden wir jetzt in kleine Stücke und geben ihn in die Glasschüssel. Dann kommt das Öl dazu und Öl und Spitzwegerich wird im Wasserbad etwa 30 Minuten bei niedriger Hitze erhitzt. Dabei sollen euch bitte eure Eltern helfen. Nach 30 Minuten müssen dann die Blätter und das Öl wieder voneinander getrennt werden. Das geht am besten, indem ihr das Öl filtert und dazu ein Baumwolltuch oder ein feines Sieb verwendet. Das herausgefilterte Öl wird jetzt zusammen mit dem Bienenwachs wieder in einer Glasschale im Wasserbad unter Rühren erhitzt. Sobald sich das Bienenwachs aufgelöst hat, das geht ziemlich fix, kann die Mischung in saubere Schraubgläser abgefüllt werden. Und nach dem Abkühlen könnt ihr dann die Gläser verschließen. Und diese Salbe ist jetzt mehrere Monate haltbar. So einfach geht er, der selber gemachte juckt mich nicht Balsam. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich draußen in der Natur. Wir hören uns wieder. Bis ganz bald, eure Lena.